Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Ich habe heute wieder mal ein Unboxing für euch. Und zwar kam gestern meine Lucky Veggie Box an. Und jetzt möchte ich nicht lang schnabbeln, sondern sie gleich öffnen. Oben drauf liegt eine Karte. Ein Geschenk für dich. Ach süß. Danke, ach wie süß. Hinten drauf steht: Liebe Mirja, für mehr Unboxing-Freude gibt es diesmal eine große Box, natürlich zum Preis der kleinen. Dankeschön, das ist aber sehr nett. Oh, ich bin mir ganz geschmeichelt. Das wusste ich tatsächlich nicht, das ist jetzt eine Überraschung. Also, ich habe die große Box. Bin ja mal gespannt, ne? Werde ich rot? Also, obendrauf haben wir den Zettel. Nee. Da ist nicht drauf. Dann haben wir 15% Rabatt für den Online-Shop Foodloose. Na, der Name gefällt mir schon mal. Musical Freak. Also natürlich mit D, nicht mit T, ist ja klar. Das ist ja Essen. Trotzdem gefällt mir der Name. Dann haben wir Chiemgaukorn Erntezeit. Heimische Exoten, ein Überblick über unsere Produkte. Ja, da ist wahrscheinlich was von Chiemgaukorn drin. Wahrscheinlich. Ich lege es erstmal zur Seite. Und das erste ist von Snack Garden. Da gab es doch, war das in der letzten Box, waren das die Karotten? Waren das Karotten? Rote Beete? Süßkartoffeln? Aber auch so ein Mix. Ach, ich habe noch nicht gegessen. Ich kam noch nicht dazu. Trotzdem freue ich mich drüber, natürlich, weil ich voll auf so Knabberzeug stehe. Strawberry, Banane und Ananas. Also Erdbeere, Banane und Ananas. Geil. Ja. Finde ich voll cool. Also ich mag sowas. Es ist super gesundes Knabberzeug. Und wir versuchen ja, uns ein bisschen gesünder zu ernähren. Für zum Sommer hin. Auch wenn es mit Fußball jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig wird. Ja, kosten 2,99 €. Genau. Lecker. Dann von Daver, Devert, ich weiß es ja immer mal wieder nicht. Lentilchips. Sea salt and pepper. 50% weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips. So sehen die Dinger aus. Klingt ganz interessant. Hä? Hier stehen die jetzt als Quinoa-Chips drauf. Jo. Das ist jetzt Lentil. Das ist Lentil. Ich bin ein bisschen dumm manchmal. Aber so, wie neue Trend-Nahrung angeht. Das hier vielleicht? Also das ist ja jetzt das andere. Linsen. Achso. Klingt interessant. Maiskris und gemahlene Linsen. Okay. Es reizt mich jetzt fast, die zu öffnen, aber ich mach's nicht. Weil dann verkommen sie halt, ne? Jetzt reiße ich die Tüte auf, esse ein so ein Ding und dann sind sie auch toll. Ja, weiß ich ehrlich noch nicht so genau, was ich davon halten soll, weil ich mag Linsen schon. Aber mein Freund sagt, ich vergewaltige das gerne. Wenn es zum Beispiel Linseneintopf oder sowas gibt, dann mache ich das mit Essig und Zucker. Und sonst mag ich das nicht. Und er findet das ganz furchtbar, wenn wir das machen. Naja. Überraschen. Ich lasse mich überraschen. Da fühlt sich was ganz komisch an. Ah, das habe ich voll erschrocken gerade. Was ist das? Achso. Oh Gott. Ich hole das nicht raus. Das ist ein Getränk. Und das fühlte sich gerade ganz komisch an. Das ist Kürbis Chili Ketchup. Das ist gar kein Getränk. Kürbis Chili Ketchup. Aha. Das kann ich mir super gut vorstellen, weil Kürbis ist ja so süß oder süßlich. Und dann das Chili dazu.
Habe ich eigentlich gesagt, was die kosten? 1,99 €. Bevor ich es vergesse. Der kostet 3,99 €. Ist von der Firma Georg. Hokkaido. Geil. Also gut, warum man das jetzt Ketchup nennt, weiß ich natürlich nicht. Man könnte es auch Soße nennen. Wow, echt, das klingt interessant. Ich stehe mega auf Kürbis. Finde ich super lecker. Ich kann es noch nicht zubereiten. Yes. Aber ich, na, ihr wisst ja, ich koche sowieso nicht. Das lasse ich. Ich lasse kochen. Dann haben wir. Das ist von Chiemsauerkorn. Das ist ja die Werbung hier gewesen, ne? Bio-bayerischer Reis. Urgetreidemix. Nussige, würzige Mischung aus den Urgetreidearten Emma, Einkorn und Urdinkel. Kann die Reis verwenden. Sieht mir so gar nicht aus wie Reis. Ich hätte das jetzt in meinem Müsli gegeben, wenn es nicht draufstehen würde. Ja, wir sind große Reisfans, mein Freund sogar noch mehr. Also ich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Reis und Nudeln, würde ich tatsächlich eher Nudeln nehmen. Ja, mein Freund aber eher den Reis. Daher essen wir beides sehr häufig. Er ist auch Bayer, also er kommt ja aus Bayern. Kennt er das wohl? Oder heißt das einfach nur so? Und das hat gar nichts mit Bayern zu tun. Doch, Chiemgau, ne? Ist ja ein Bayer. Auch sehr interessant. Oh mein Gott, was ist das denn alles? Oh mein Gott, ich will es essen. Coconut Jerky. Oh mein Gott. Ja, geil. Ich will es essen. Wo steht das denn drauf? Da. Kosten 2,60 €. Ja, dehydriertes, mariniertes Kokosnussfleisch. Oh, ich will es essen jetzt sofort. Was ist denn da drin, ne? 15 Gramm, ich habe gerade gefragt. Ich bin halt echt kurz dafür, das aufzunehmen. Also, es gibt für mich nichts geil. Ich mache das jetzt auch. Ich kann nicht länger warten. Es gibt für mich nichts Besseres als Kokosnuss, ja. Also ich kann da jetzt nicht sonderlich viel von essen, irgendwann mit dem Mund trocken. Das riecht aber ein bisschen komisch. Das ist, glaube ich, die Würzmischung, die so riecht. Steht denn die Würzmischung? Teriyaki steht ja auch drauf. Also das sieht dann halt auch aus wie so Fleischzeugs. Entschuldigung. Ja, mega drauf gefreut. Oh, es ist ekelig. Und dann bin ich leider enttäuscht worden. Ich muss meinen Freund gleich mal probieren. Also. Das ist die Gewürzmischung. Das. Ist herrlich süßlich und würzig. Würzig auf jeden Fall. Also das ist mega würzig. Aber du schmeckst nur Kokosnuss. Also das ist nur. Das zieht dir alles rum zusammen. Das ist scheinbar Geschmackssache. Mir schmeckt es nicht. Die schon eher, aber die lasse ich jetzt wirklich zu. Ich muss ja nicht alles aufmachen hier. Kokosnusschips. Also, oh mein Gott, Chocolate. Nein, ich mache die nicht auf. Also die können nur schmecken, ja. Das würde mich arg wundern, wenn das jetzt nicht schmeckt. Ich meine, Kokosnuss mit Teriyaki-Gewürz ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich hätte vielleicht auch mal deutlicher besser lesen müssen. Ne? Okay. Ja, das sind Kokosnusschips von Heimatgut. Welche Marke war das eigentlich? Mighty Bee. Waren die Kokosnuss, das Kokosnuss-Jerky. Ja, das ist Heimatgut, Kokosnusschips, nicht frittiert. Natürlich Schokolade. Yummy. Für
Für 2,30 Euro. Dreifach gebacken. Ja. Kann man natürlich auch zum Backen, steht da auch nochmal zum Backen benutzen oder als Topping für irgendwas. Ja. Aber das ist auch nicht wieder verschließbar. Ich lasse die jetzt zu. So, dann haben wir Seife. Okay. Handgesiedelte Seife. Irgendwie, ja, Kokosfett. Ist das eine Kokosbox oder so? Duschseife ist es übrigens. Leilani Duschseife. Für 5,90 Euro. Handgemachte Seife im Lucky Legend Look. Ach, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich war irgendwie, weiß ich auch nicht. Da ist das Lucky Legend Logo drauf. Cool, das finde ich cool. Jede Seife ist ein Unikat. Mit viel Liebe hergestellt. Duftet nach frischer Wäsche. Kann man da irgendwo... Ich rieche leider jetzt noch gar nichts. Die müsste ich wahrscheinlich dafür aufmachen. Also ich muss sagen, ich dusche nicht so gerne mit so Seifenstücken. Also ich habe auch mal was von Lush gehabt und es ist so, ich weiß auch nicht. Bei Lush musste man auch noch sowas abbrechen, das fand ich noch schlimmer. Ich habe halt auch so einen Schwamm, damit das alles schön schäumt. Ich brauche, dass es schäumt. Es muss bei mir schäumen beim Duschen. Ja, aber ich denke, was für den Körper nicht verkehrt ist, würde den Händen auch nicht schaden. Aber ich würde die sonst einfach ans Waschbecken legen und meine Hände damit waschen. Die sieht auf jeden Fall schön aus, das Gold und so. Ja, und wenn die nach frisch gewaschener Wäsche riecht, top. Dann haben wir, oh, ich liebe diese Pappdinger, ich weiß auch nicht warum. Da bin ich so ein bisschen Verpackungsopfer. Und vielleicht auch so ein bisschen Lipstick, keine Ahnung. Snack auf Basis von Fruchtpüree, Ölsaaten und Nüssen. Keine Zeit zu essen, dann trinken. Okay, das ist so eine Art Smoothie wahrscheinlich. Ach, ich habe ein bisschen Rückenrad. Track. Ach, da steht es ja drin. Wasser, Bananenpüree, Kürbiskern, Kokosblütenzucker, Mandelmus, Zitronensaft. Baobab kenne ich nicht mehr. Das ist ja so ein komisches Zeug wahrscheinlich. Zitronenextrakt. Tulsi-Extrakt? Keine Ahnung. Und ganz viele Extrakte auf jeden Fall. Aber alles kontrolliert aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. So. Kosten. Ich krieg diesen Geschmack nicht mehr. Da ist schon wieder ein anderer drauf. Daiso steht da jetzt. Und nicht Track. 2,99 € kostet auf jeden Fall der Daiso. Aber das ist auch köstlicher, gesunder Smoothie, der satt macht. Keinerlei Farbstoffe, Aromen, Konservierungsstoffe. Stattdessen Naturpur. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein anderer. Also gleiche Firma vielleicht, aber da steht kein Firmenname. Oder ist Track der Firmenname? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es einen Firmennamen gibt und dann gibt es unterschiedliche Sorten, wie zum Beispiel Track oder Daiso. Ja, Smoothies trinke ich aber sehr gerne und von daher freue ich mich darüber. Dann haben wir einen eigenen Grillgewürzzauber. Boah, das ist gut. Das riecht richtig gut. Okay. Von der Firma. Remis Algen? Ja, Remis Algen Grillgewürzzauber. 5,90 € kostet das. Das ist mein ordentlicher Preis. Ist halt Gewürz mit Alge. Mit einer besonderen Alge übrigens, die ich jetzt noch nicht aussprechen werde. Gut. Nordischer Zuckertang ist der Begriff, den man aussprechen kann. Werden wir auf jeden Fall mal austesten. Und dann dürfte jetzt noch ein Produkt drin sein.
Frisco. Frisco, Crisp, Peanuts, Hazelnuts, Cranberries, Pumpkin, Seeds, Apples und Kakao. Achso, von der Farbe, von der Firma Poot Blues. Ist halt so ein Riegel, ne? Ja, für 1,49 Euro. Ein Nussriegel. Ja. Ganze Nüsse und Trockenfrüchte und Gewürze. Gesüßt mit Agavendicksaft. Ja, warum nicht? Ja, das war die Box. Ich gucke jetzt zum Inhalt nochmal rein, aber das Zeug ist, guck mich jetzt auch nochmal an. Diese komischen Kokosnussdinger. Die Box hat einen Gesamtwert von 33,54 Euro. Da ist jetzt gar kein Rezeptdings bei. Oder ist das bei den großen Boxen? Na, das fand ich bei den kleinen immer ganz nett. So, Rezeptvorschlag-Idee, wie auch immer. Ja, wie hat mir die Box im Großen und Ganzen gefallen? Gut. Noch besser hätte sie mir gefallen, hätte ich das zwar gar nicht erst probiert, weil das. Ich bin schon gespannt, was mein Freund sagt. Wenn ich ihm das gleich gebe. Ich glaube, der ist allgemein nicht so der Kokosnuss-Fan. Wobei die Kokosnuss schmeckt man da eh nicht. Ja, das war jetzt nicht so der Brüller. Ansonsten, doch sind da schon ziemlich coole Produkte bei. Also, es ist nichts, abgesehen von den Teriyaki-Kokosnuss-Dingern. Ist das nichts, wo ich sagen würde, oh nee, da weiß ich nichts mit anzufangen oder das schmeckt mir nicht wieder so. Ich bin ja ein Kokosnuss-Fan, von daher. Gut gelaufen. nee, alles cool. Also gefällt mir alles sehr gut, abgesehen von diesen Coconut Chippies. Ist das eine coole Box? Die tatsächlich, also hier unten steht auch noch sommerliche Juni-Box. Wir wünschen viel Freude mit den Produkten und eine schöne Grill- und Picknickzeit. Also es ist wirklich abgestimmt tatsächlich auf, ne, so Grillsaison mit Ketchup, Soße, was auch immer und Grillgewürz. Reis, finde ich, kann man auch immer super zum Grillen machen. Machen wir nicht, aber man kann ja auch Reissalat oder sowas machen. Und dann Smoothie, der schön erfrischend sein kann. Und abends zum Klappern gibt es die Chips und das Obst. Also ich finde, es ist toll aufeinander abgestimmt, gefällt mir sehr gut, die Box. Ihr dürft mir jetzt mal gerne natürlich schreiben, wie immer, wie euch die Box gefallen hat. Welches Produkt spricht euch am ehesten an? Dann bedanke ich mich natürlich ganz recht herzlich bei Lucky Veggie, dass ich die große Box testen durfte für den Preis der kleinen. Habe ich mich total darüber gefreut. Dankeschön. Und es ist auf jeden Fall eine tolle Box, die mir gefallen hat. Wenn ich das eine da jetzt mal eben ausblende. Ich freue mich jetzt schon auf dein Gesicht. Schatzi? Ja. Also wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch die Box diesen Monat gefallen hat. Dann dürft ihr mich gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!